Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. Ich habe jetzt ja, mal den... wir haben geöffnet. Jo, immer komm mal her. Der Archenschlitten, was? Ist deine Sache. Der funktioniert doch. Es gibt auch Panzerbrechende. Ja, damit. Wassergranaten, Autoteile können wir auch noch kaufen. Das ist doch ganz cool. Gönne ich mir das mal? Dann haben wir das auch wieder voll. Verkaufen wäre vielleicht noch eine Idee. Fällt mir gerade ein. Schön. Wir sehen uns. Jupp. Wahrscheinlich so plus minus 0 auf 0 raus. Ringraketen. Ich dachte, die werden Gatling Gun mehr. Eigentlich sollte ich doch aufgefüllt haben. Naja. Dann schauen wir, was dieser große Riese da hat. Wahrscheinlich. Das ist halt die Frage, ob wir da im Auto rein können. Wahrscheinlich ja nicht. Zehn Lenkraketen sind halt nicht so wirklich viel, muss ich ja mal zugeben. Ich hoffe mal, da können wir noch ein bisschen nachrüsten. Ja, ja. Ach du nur. Das Verfahren. Wirklich sehr abgelegen hier. Dann. Wir sind da. Cool. Da haben wir noch Gatling. Was habe ich denn davor gekauft? Ich sehe eine Art Habitat, einen gigantischen Bau. Oh, wenn es wirklich groß ist, solltest du lieber aufpassen. Anscheinend bist du auf das... Ja, Crusher ist der Bild mit nur so vor gefährlichen Monstern, die als Crusher bekannt sind. Finde und töte den Crusher. Allerdings gibt es halt hier auch, mehr oder weniger Zeug. Eine ganze Menge Zeug. Na gut, lass uns mal überraschen. Geschön. Eltrit kann ja nie schaden. Nacht. Na, meine Kleinen. So, das war's mit euch.
Kiste Nummer 1. Datenpads gibt es immerhin keine, das heißt, die sind jetzt nicht so leicht zu übersehen. Auch ein Vorteil. Wirklich alles sehr weitläufig hier. So, na gut, ein bisschen was haben wir gerade verschossen. Deswegen ist das so weitläufig. So. Das Overdrive spare ich nochmal ein bisschen. Ich glaube, ich echt nicht bewegen. Wenn ich da stehe. Na gut, meine Mutantenspore mitgenommen. Das ist ja nicht verkehrt. Hallo? Da schon mal nix. Da ist was. Ich versteck's mal direkt offensichtlich. Nett. So, weiter geht's. Wer will denn noch? Ich glaube, das Feldried da hinten will noch. Sehr schön. Mittlerweile 8 Granaten. Das ist nicht verkehrt. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es echt so tief runter geht. Noch mehr? Noch mehr. Naja. Dann nutzen wir es halt doch mal. Danke und direkt wieder Gesundheitsinfusion. So lobe ich mir das. Das ist doch bestimmt eine Kiste unten, oder? Naja. Sieh mal einer an. Hälfte haben wir. Und es geht aber noch tiefer hinab. Darüber nicht, okay. Kommen wir jetzt hier zum Nack-Nack? Ja, ich schätze schon. So, Nüsschen. Auf geht's. Das war gut. Ich glaube, wir haben den Raketenwerfer. Sag doch gerade was rum.
Deckung. Autsch. Lass die ja nicht mehr. Der riesige Abaddon-Mutant ist erledigt. Hervorragend. Diese riesigen Abaddon-Mutanten werden manchmal aufmüpfig und verlassen ihr Habitat, um alles platt zu trampeln. Gut, dass es jetzt nicht mehr dazu kommt. Ja, das lief doch ganz gut. Holen wir uns mal unser Zeug. Wir müssen halt noch ein bisschen was an Sachen mitnehmen hier. Und für den dieser Aufzug. In Horror-Fahrstuhl-Musik. Kommen wir direkt raus oder gibt es hier noch Loot-Sachen? Ah ja, die Truhe haben wir. Kiste 1. Kiste 2. Wo ist Kiste 3? Oder habe ich wieder eine übersehen? Ich dachte, ich hätte alles soweit abgefrühstückt. Okay. Das Ding hat keine Reifen. Oder wieder beim Eingang. Okay, ich habe auf jeden Fall irgendwo eine Kiste übersehen. Wie heißt das Ding? Zerstörter Schacht. Im Canyon. Haben wir da irgendwas? Ruin Chef, das wird's wahrscheinlich sein. Genau. So, Kiste 1 habe ich, Kiste 2 habe ich. Kiste 3 fehlt, okay. Muss wohl dann hier irgendwo sein. Also zumindest ganz gut bedient. Wohl vielleicht wäre es andersrum tatsächlich schneller gegangen. Irgendwo ist jetzt noch ein Container, wo ich noch nicht drin war. Und da ist dann die letzte Kiste. Mal schauen. Ich glaube, in den Container habe ich noch nicht geguckt. Da habe ich reingeschaut, aber da nicht. Wahrscheinlich ist da. Ne, der ist zu. Okay. Machen wir es doch so. Sehr schön. Gut, hätten wir das abgeschlossen. Dann würde ich fast sagen, gehen wir zu Lucem, oder? Als nächstes. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Obwohl quasi näher ist tatsächlich. Ach komm. Hier war aber noch nicht großartig
Schauen wir vielleicht erstmal, was sie von uns will, und dann werden wir die Dings hier nach und nach. Ich glaube, da wird dann genau Wildnis, da ist dann wahrscheinlich der Endkampf drin. Oder hier unten, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist noch einiges zu erledigen. Inklusive DLC. Gucken, weil ich die, vielleicht mache ich den, wenn wir die Sachen für Lucem erledigt haben. Die Story um Lucem. Oder zwischendrin mal. Ist ja alles hier nicht linear. Guck mal, hier könnte man nochmal hochklettern. Links sehe ich gerade. So viel bringt, ich glaube nicht. Können wir uns ja vielleicht auch mal noch anschauen. So, ich weiß gar nicht, gab es hier auch Sprungpassagen? Die sind halt einfach nur so da. Hast du jetzt damit das Weg abgeschnitten oder brauchst du so lang? Weil die Navis in den Anfang der 2000er schneller den Weg neu berechnen. Ja, das ist halt auch so ganz interessant, wie das, dass wir damals das erste Navi hatten. Also mein Vater sich eins geholt hatte, so ein PDA quasi mit Navigationsfunktion am Anfang, ja. 2003, 2005, irgendwas mit dem Dreh müsste das gewesen sein. Wenn dann irgendwie eine andere Straße eingebogen bist, hat der halt meistens so eine Minute neu berechnen müssen, um eine neue Route zu finden. Heute ist das zum Glück innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Das war dann auch, wenn du irgendwie so hinfahren musst und so, okay, dann hast du erstmal eine Runde warten müssen oder stehen bleiben. Ist ja schon angenehm, wenn sich die Technik verbessert. Meistens bringt es ja auch Vorteile. So, jetzt sind wir in der Zerklüffelnbrie. Das dürfte jetzt ja ihre Ecke sein. Wir schon mal hier sind. Auf dem Riss. Es gibt relativ viel. Überraschung. War wahrscheinlich wieder der letzte, ne? Naja, auch okay. So, zwei Lagerkisten. Hier haben wir die Truhe. Ich werde mal wieder ein paar Archen besuchen, ne? Dann noch das Datenpad. Wer hat das denn abgelegt? Auf jeden Fall noch Filtrit. Dankeschön. Mal gucken, ob ich da wieder jetzt genug für Dings habe für die nächsten Upgrades. Ah, Icarus freigeschaltet. Noch eine fürs Protokoll.
Okay, ich soll die Spionagedrohnen wegschießen. Von Quasim ist halt schon auf Level 7. Da bist du. Hey, Snackpack! In Trenchwater. Ja, in Trenchwater. Da haben sich viele Sachen. Wir haben einen super tollen Hirnschmelzer. Direkt vor der Stadt. Da schuften irre Mutanten Tag und Nacht, damit der riesige Hirnschmelzer läuft. Die sind im Keller, tragen Laborkittel und alles ist supermäßig überwacht. Meine Zähne tun schon weh, wenn ich dran denke. Mit dem Ding können wir jedes Hirn schmelzen lassen. Echt krasses Teil. Klingt auf jeden Fall gut. Möchte ich gerne haben. So, wer will ich das gar nicht? Ich meine, ihr schießt ja zurück. Muss ja auch gucken, wo man bleibt. Da fliegt auch irgendwas, welches Zeug durch die Gegend. Naja, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge. Schauen nächste Folge mal, was hier noch auf uns wartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.